So. Kann wieder weitergehen. Grüße auch an meine YouTube-Zuschauer. Jetzt haben sie uns das hier schon alles gebaut, ne? Ah, jetzt sind sie hier bei. Wir sind gerade dabei, einen komplizierten Weg, oder ich mache es mir wie immer kompliziert, die Leitung von da hinten, dass wir diese Wasserräder da, ne, halt mit unserem Energienetz anschließen können. Jetzt kommen die hier nicht weiter. Wir machen uns das mal einfach. So. Das muss nämlich schnell gebaut werden. Der hier kann abgerissen werden. Was wollten wir denn hier machen? Wir wollten noch hier irgendwie gucken, dass wir dahinter noch eine Brücke rüberkriegen, ne? Also 0,8 Tage dauert noch unsere Dürre. Aber Faulwasser ist da. Das haben wir immer. Stinkewasser gibt's immer. Sollen wir jetzt... Doch, ja. Wir reißen jetzt erstmal den Weg hier ab. Den auch. Komm. Den auch. Muss gerade mal ein bisschen mein Köpfchen anstrengen. Wenn wir jetzt hier... Auf jeden Fall brauchen wir... Wenn wir das so bauen... Nee, geht das immer noch nicht. Ich wollte ja da... höher kommen. Das können die ja von unten bauen, ne? Ich weiß gar nicht, kommen die hier dran? Den hier könnten die eigentlich von hier aus bauen, ne? Von der Leiter aus können sie ja nicht bauen. So schlau sind unsere Biber ja noch nicht. Ich muss... hier eine Leiter... da eine Leiter haben. Oder Treppe. Warum sage ich immer Leiter? Das geht ja gar nicht. Schrecklich mit mir. Aber wir müssen anders gucken, dass wir da was hinkriegen. Erstmal bauen wir das. Oh. Ah, Dürre ist beendet. Auch gut. Ich glaube, ich muss dieses automatische Speichern mal ein bisschen ändern. Ja, jetzt haben sie da geändert. Es geht auch nicht, ne?
Nee. Doch, wir gehen hier rüber und dann... So, ich glaube, wir haben es. Ja, das könnte funktionieren. Nur hier oben das hier, weiß ich gar nicht. Kriegen sie ja gar nicht gebaut, ne? Das müssten die von dahinter gebaut kriegen. Doch, das kriegen die. Ja, okay. Joa, dann kann der hier weitergehen. Geschichte haben sie uns auch schon fertig gemacht. Okay. Jetzt fangen wir überall an hier. So, jetzt reißen wir hier schon mal ein bisschen. Nee, nee, nee. Ich wollte eigentlich nur den Pfad hier abreißen. Nein. Hä? Ah. Obwohl, die müssen uns hier erstmal das hier abreißen. Dass wir da nach oben kommen. Nach oben kommen und dann direkt hier hinterher dran. Ja. Oh, das ist schon fertig. Nein, hier kommt keiner hin. Echt nicht. Ja, da kommt gerade keiner hin. Okay. Das ist schlecht. Echt schlecht. Verdammt, wie machen wir das denn? Ah, können die nicht immer einen langen Arm machen? Dass sie da eben oben dran kommen. Hier so einen Weg durch. So. Ich glaube, wenn die hier drauf stehen, können sie das dann bauen, ja? Okay, dann gehen wir hinterher hier hoch. Zap hier durch. Und dann hinter hier dran, okay. Hm, wir sind auch schon fertig. Hier hinten kommt keiner hin, okay. So. Springen von A nach B und nach C hier. Oh, irgendwie gefällt es mir. So, kommen die jetzt hier hin? Immer noch nicht. Jetzt kommen die immer noch nicht dahin. Müssen wir halt noch eine Dreifachplattform bauen. Was wir aber hinter müssen hier hochkommen. Ne? Das ist ja wichtig. Hm.
Oder wir bleiben einfach hier auf dieser Ebene. Bauen hier nochmal so einen Bogen rum. Ja, ich glaube, das machen wir. Machen wir auch. Hier stören nämlich keine Bäume. Außer hier so ein paar. Ja, das machen wir. So. Hier kommt keiner hin, okay. Achso, weil wir auch noch gar keinen Weg hier hingebaut haben, ne? Mhm. Hinten wird auch keiner hinkommen. Ah, die müssen erstmal das hier ganz schnell bauen. Ah, endlich. Unsere Verbindung steht hier. Naja, das ist eigentlich über jetzt hier, ne? Sollen wir diese Plattform auch abreißen oder brauchen wir die hier für irgendwas? Nö. Ich meine, die lassen wir jetzt immer stehen. Die Ressourcen kriegen wir sowieso nie wieder. Erstmal. Hm. Schön. Eieieiei. Das heißt, es ist hier schon mal verbunden, ja? Also bis hierhin haben wir jetzt schon mal verbunden. Das ist schon... Das ist sehr geil. Also hier, ja, also 500, haben wir ja gesagt, ne, 500 PS kommen hier schon mal an. Da sollten wir auch genügend Energie haben. Ach, hier haben sie auch schon... So. Hier können wir jetzt auch schon mal sprengen, ja. Aber hier kommen sie nicht hin, das ist klar. Ah, wir können jetzt nicht einen Weg hier hinlegen, ne? Nee, können wir nicht. Ah. Hä? Na gut. Wow. Jetzt gehen die Dinger mal gut ab hier. Aber auch nur einmal kurz, okay. Ja, jetzt ist der Bereich hier tiefer, aber... Immer noch schlecht aus.
müssen irgendwie hier hinkommen. Obwohl, wir werden mal eine Wasserpumpe abreißen. So. Ihr könnt nämlich das hier alles verteilen. Es gibt keinen Energieverlust, ne? Von da hinten nach hier vorne. So eine lange Leitung gebaut hier. Und falls wir hinterher noch mehr Energie brauchen, ne, wenn wir dann das Ganze nach hinten noch verlängern, dann bekommen wir ja locker nochmal 10 solche Dinge hin. Also nochmal ungefähr 1000 PS oder so oder noch mehr. Wenn wir dann dadurch nochmal produzieren. Was dann natürlich nicht schlecht wäre, wenn wir noch mehr Batterien bauen würden. Da hätte ich schon Bock drauf. So viel zu tun schon wieder mit diesem blöden Dynamit hier. Die sollen doch hier hinten hingehen. Aber wir haben auch keine freie Betten, ne? Keine freie Betten, aber auch keinen Obdachlosen. Das passt gerade, genau. Gut, dass gerade keine Faulwasserflut ist. Die sollen ja hier vorne das machen. Ich hätte schon Bock hier drauf. Zwar halt noch mehr Batterien haben, da hätte ich schon mega Bock drauf. Wir bauen das Ganze nochmal, wie ich schon mal gesagt habe, ne? Dass wir das Ganze... Ne, das ist schon zu hoch, okay. So, auf diese Höhe müssen wir kommen. Ja, um dahin zu kommen, müssen wir... Normalerweise müssen hart nach oben arbeiten eigentlich, aber... Wir gucken mal. Erstmal können sie das bauen, dann können sie hier vorne so ein bisschen bauen. Wir müssen auf jeden Fall da nach oben kommen einmal. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, ne? Aber ich möchte jetzt ungern alles abreißen. Sehr, sehr ungern. So, das schaut doch schon mal gut aus. Das heißt, diese Wasserpumpe abreißen, dann ganz schnell. Ich meine, wir haben noch 4 am Laufen.
aber... Na komm, das machen wir ganz schnell. Hier, das einmal ganz schnell. Und dann können wir alles sprengen. Hier werden wir auch noch einen runtersprengen. Und dann haben wir die Pumpen halt tiefer. Das würde mir schon mal besser gefallen. Weil hier ist ja die Tiefe. Das ist ja nichts hier. Obwohl es wahrscheinlich noch besser wäre, wenn wir noch tiefer gehen würden, ne? Ja, dieser Bereich hier, ne? Dieser Bereich. Und dieser Bereich hier. Können wir echt für mehr Landwirtschaft gebrauchen. Aber hier zum Beispiel haben wir ja gesagt, dass wir. Das schauen wir mal erstmal, genau. Diese aquatischen. Aquatisches Bauernhaus, so. Ja. Beschäftigt spezialisierte Bauern, die aquatische Nutzpflanzen anbauen und ernten, ja. Müssen wir das? Erstmal gucken, ne? Weil auf dem Wasser bauen. Muss ja einen Zugang nach unten dann haben hinterher, ne? Wenn wir das hier hinbauen würden. Müssten wir ja hier. So. Und dann kann das ja diesen Bereich hier nur. Das ist wenig. Nee, dann müssen wir ein bisschen nach hier hinbauen, ne? Aha. Ungefähr hier hin. Sieht ja richtig geil aus. Sieht aus wie so eine Fischerhütte, ne? Richtig cool. Aber trotzdem brauchen wir dann hinterher noch so einen Zugang nach unten, ne? Damit die ja. Die müssen ja hier irgendwo das Zeug, ne? Bin mal gespannt. Ja, was wir pflanzen können wir hier? Gelbe Teichrose oder Rohrkolben? Gucken wir mal, was sie da so an Essen machen raus können. Weil Wohlbefinden ist bei 12, da geht ja noch mehr. Ich finde auf jeden Fall, dass die sehr wenig Möglichkeiten haben, irgendwie Essen hier zu machen. Ne? Bienenstock, okay, fordert das Wachstum, aber da können wir keinen Honig rausmachen. Bäckerei. Ah, Bäckerei kann auch so ein paar tolle Sachen machen. Getreidemühle. Der Grill. Ah, wir wollen genau, Kastanien wollten wir doch auch noch machen. Wir haben doch hier so Kastanienbäume. Da müssen wir noch einen haben, der, Kastanien pflückt. Das müssen wir auch noch machen. Okay, also für YouTube machen wir erstmal einen Cut hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir lassen das Spiel mal ein bisschen weiter laufen. Ja. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, wie kommt der denn da hinten hin? Wir müssen uns noch überlegen, wie wir nach da oben kommen. Da oben kommt keiner hin zum Bauen. Wir müssen eine provisorische Treppe nach oben bauen. Ja, müssen wir. Dass wir dann da, und dann wollen wir halt alles voll mit Batterien bauen, ne? Also ich hoffe, dass das funktioniert. Ne? Ich habe immer gedacht, dass wir die Batterien dann... Ja doch, teilt Energie mit angrenzenden Gebäuden. Ja, ja cool. Also so habe ich mir das gedacht, dass wir dann hinterher hier noch so eine Reihe bauen, ne? Geil. So, die nächste Dürre kommt. Aber eine normale Dürre. Wir haben schon lange keine Faulwasserflut mehr bekommen, ne?
Gut, wir machen kurze Pinkelpause, ich bin gleich wieder da.